Die nächste Reihe beginnen wir wieder mit drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und häkeln jetzt in jedes Stäbchen oder in jede Masche ein Stäbchen. Hier sollten wir jetzt 10 Stäbchen haben. Ich zähle nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann eine feste Masche durch den nächsten Bogen. 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Eine feste Masche durch den nächsten Bogen. Und hier drüber wieder Stäbchen. Da, wo das erste Stäbchen beginnt, da stechen wir ein. Und es müssten jetzt insgesamt 20 Stäbchen werden, wobei wir ja zwei Bögen haben. So, nach den 20 Stäbchen folgt wieder eine feste Masche durch den nächsten Bogen. 4 Luftmaschen. Eine feste Masche durch den nächsten Bogen. Und hier bei dem Bogen häkeln wir nochmal 10 Stäbchen. So sieht es also inzwischen aus und es geht mit der nächsten Reihe weiter und wieder mit 3 Luftmaschen, Arbeit wenden. Und jetzt folgt nochmal eine Luftmasche als Zwischenraum und jetzt häkeln wir wieder Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche und so weiter.
So, ich ziehe mal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, und jetzt gehen wir zum nächsten Bogen über. Und hier zwischen häkeln wir jetzt keine Luftmasche, sondern direkt das nächste Stäbchen über das Stäbchen. Also das sieht dann so aus. Wir überspringen diesen Bogen hier dazwischen. Und dann wieder eine Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen und so weiter. So, wir zählen mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut, dann können wir zum nächsten Bogen und gleich mit den Stäbchen weitermachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Super. Also so sieht es inzwischen aus. Und nach der Reihe mit den Zwischenräumen, mit den Luftmaschen, folgen immer neue Bögen. Die Abfolge wird immer dieselbe sein. Wir werden zuerst die Bögen, neue Bögen machen. Dann werden wir die Bögen umhäkeln. Dann umhäkeln wir sie nochmal. Dann kommt die Reihe mit den Lücken. Und dann kommen neue Bögen. Und neue Bögen machen wir folgendermaßen. Wir beginnen mit 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arbeit wenden. In die übernächste Lücke eine feste Masche. Jetzt folgen 3 kurze Bögen mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Eine feste Masche in die übernächste Lücke. 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. In die übernächste feste Masche. 1, 2, 3, 4. In die übernächste feste Masche. Also wir haben hier einen großen Bogen, 3 kleine
Jetzt überbrücken wir dieses Tal mit 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und zwar überspringen wir hier 1, 2, 3 Lücken und in die vierte Lücke eine feste Masche. Jetzt folgen wieder 3 kleine Bögen. 1, 2, 3, 4. Feste Masche in die übernächste. 1, 2, 3, 4. Feste Masche in die übernächste. 1, 2, 3, 4. Feste Masche in die übernächste. Ich lege das mal hin, damit ihr das seht. Also wir haben hier den großen Bogen, 3 kleine, großer Bogen, 3 kleine. Und wir sind jetzt hier genau mittig oben. Und jetzt folgen hier wieder 2 neue große. Wieder 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und in die übernächste eine feste Masche. Wieder 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In die übernächste eine feste Masche. Und jetzt folgen wieder 3 kurze Bögen. Hier sind wir wieder beim Tal und überbrücken das Tal wieder mit 7 Luftmaschen. Überspringen wieder 3 Lücken. 1, 2, 3 und in die vierte eine feste Masche. Und wieder 3 kurze Bögen. Und zum Schluss einen langen Bogen mit 7 Luftmaschen. Und einem Stäbchen durch die Masche. Okay. Das sind jetzt die neuen Bögen. Wir werden jetzt da wieder neue Kreise häkeln. Also da, da und da. Und das machen wir folgendermaßen. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. In den ersten Bogen 9 Stäbchen. Dann eine feste Masche durch den nächsten Bogen, 4 Luftmaschen, feste Masche in den nächsten Bogen, 4 Luftmaschen, feste Masche in den nächsten Bogen. In den großen Bogen 10 Stäbchen.
eine feste Masche in den nächsten Bogen, 4 Luftmaschen, eine feste Masche in den nächsten Bogen, 4 Luftmaschen, eine feste Masche in den nächsten Bogen und hier kommt wieder ein großer Bogen, 10 Stäbchen durch den großen Bogen. Und 10 Stäbchen durch den nächsten großen Bogen. Eine feste Masche durch den kleinen Bogen, 4 Luftmaschen, eine feste Masche durch den kleinen Bogen, 4 Luftmaschen, eine feste Masche durch den Bogen, jetzt kommt der nächste große Bogen, 10 Stäbchen. Eine feste Masche durch den kleinen Bogen, 4 Luftmaschen, eine feste Masche durch den kleinen Bogen, 4 Luftmaschen, eine feste Masche durch den kleinen Bogen und 10 Stäbchen durch den großen Bogen. Und so sieht man das schon ganz gut, wo wir neue Bögen haben. Da, da und da.